Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist 10 Uhr. Es ist Zeit für Stay for Coffee, unsere Webinarreihe von Sage, wo wir uns zu allgemeinen Themen rund um die Corona-Pandemie mit Ihnen austauschen wollen. Wir haben das vor gut einem halben Jahr ins Leben gerufen, das ganze Thema, haben viele Themen bereits bespielt. Und ein Thema, was wir heute ganz gerne mit Ihnen ein bisschen aufarbeiten wollen, ist natürlich das Thema, wie und wann und überhaupt können wir mal zurück ins Büro? Wie Sie bei mir sehen oder bei meinen Kollegen, die ich Ihnen gleich noch ein bisschen genauer vorstelle, sehen Sie, wir befinden uns immer noch im Homeoffice und ja, haben uns mittlerweile schon gut daran gewöhnt, über Kameras miteinander zu arbeiten. Aber ich merke auch bei mir selber, irgendwann möchte ich doch ganz gerne meine Kollegen mal wieder treffen und an einem Tisch mit denen zusammensitzen und vielleicht auch mal am Kaffeeautomat Sachen zu besprechen, die nicht zum Arbeitsalltag gehören, aber irgendwie doch wichtig sind für meinen täglichen Arbeitsalltag. Ich bin Alexander Warmers, ich bin Product Marketing Manager bei Sage und Ihr Moderator. Und da ich eher so ein bisschen in einem anderen Produkt zu Hause bin und da mich um kümmere, lade ich mir immer absolute Experten ein zu den Themen, die wir hier mit Ihnen besprechen wollen. Und ja, heute bin ich sehr froh, dass ich drei bezaubernde Kollegen heute mit dabei habe, nämlich Arzu Çelik, Simone Seidel und mein Kollege Andi Ackermann. Entschuldigung, da war der Nachname gerade weg. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo. Guten Morgen. Ich würde einfach mal sagen, Ladies first und dann Simone, Andi, stellt euch gerne mal vor, wer seid ihr und was macht ihr bei Sage? Alex, vielen Dank. Mein Name ist Arzu Çelik. Ich bin seit 3 Jahren für die Sage tätig und darf das Thema Talent Acquisition für unsere Region Zentraleuropa vorantreiben. Ich habe ein bezauberndes fünfköpfiges Team, was sich auf 2 Länder verteilt, also teilweise sitzen die Kollegen und Kolleginnen in Deutschland und teilweise in Polen. Und ja, ich freue mich, heute dabei zu sein. Ja, dann mache ich weiter. Mein Name ist Simone Seidel, bin seit 8 Jahren, ein bisschen mehr als 8 Jahren bei der Sage, bin eingestiegen im Personalbereich und seit 2 Jahren leite ich den Bereich People Zentraleuropa, nennt sich also People Director die Rolle und auch mein bezauberndes Team sitzt in ganz Zentraleuropa, bedeutet Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen und dort steuern wir das ganze People-HR-Geschäft für unsere Region. Genau. Dann nochmal hallo von meiner Seite. Mein Name ist Andreas Ackermann. Ich bin seit 7 Jahren bei The Sage. Ich habe auch ein kleines Team, nicht in Zentraleuropa, dafür an jedem Standort in Deutschland. Ich leite dort das Pre-Sales-Team. Das heißt, es sind Produktspezialisten, die den Kunden beraten über unsere großen Produktlösungen und wir sind klassische Außendienstler im Prinzip. Ja. Sehr gut. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. War schon ein toller Austausch in der Vorbereitung hier auf diesen Termin. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Es sind eine Menge, ja, wichtige Informationen, die wir auch vorbereitet haben heute. Aber bevor wir so richtig ins Thema einsteigen wollen, vielleicht so kleine Einstiegsfragen an euch, Asu. Jetzt hast du gesagt, du bist fürs Talent Acquisition verantwortlich, Thema Recruiting. Ich kann mich vor knapp 3 Jahren noch gut erinnern, wie ich nach Frankfurt eingeladen worden bin zum Vorstellungsgespräch. Erzähl mal kurz, wie hat sich denn auch das Thema Bewerbungsgespräche oder Mitarbeiterfindung geändert für uns? Ja, ist ein sehr interessanter Punkt. Das hat sich natürlich extrem verändert, weil für uns also zumal wir die digitalen Medien ja bisher auch immer genutzt haben. Also wir haben schon vor der Corona-Pandemie Telefoninterviews geführt oder auch mal Videointerviews, wenn sich das nicht so einfach arrangieren ließ, die Kandidaten einzuladen oder die Termine zu koordinieren. Aber nun steht ja die Sicherheit im Vordergrund. Und von daher haben wir gesagt, okay, stopp, keine persönlichen Gespräche mehr und alles auf Videointerviews gelegt. Das ist natürlich eine Umstellung für viele Kollegen gewesen, für viele Kandidaten. Aber die Erfahrung hat gezeigt, es funktioniert. Es hat gut geklappt. Wir haben dennoch eingestellt und auch geschafft, die neuen Kollegen und Kolleginnen digital onzuboarden. Also hat ein bisschen Kreativität erfordert, ein bisschen Rückzug, um auszuloten, okay, was passt jetzt und was passt nicht, wie lange kann man den Leuten zumuten, sich hier vor den Rechner zu setzen und ein Unternehmen neu kennenzulernen. Aber bis jetzt, toi, 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 hat es ganz gut geklappt. Ja, ich habe auch schon Kollegen auch digital kennengelernt, die noch nicht einmal bei uns in den Bürogebäuden waren. Das ist für die sicherlich eine besondere Herausforderung und ich will da gar nicht vorne weggreifen, aber das Thema bauen wir heute schon ein bisschen mit ein. Wir werden aber da einen eigenen Termin nochmal zu haben, wie das Thema Onboarding oder das Mitarbeiterrecruitment in Corona-Zeiten funktionieren kann, da aber am Ende dann ein bisschen mehr zu.
Ja, Simone, du hast gerade gesagt, du bist unsere HR-Direktorin für Central Europe. Ich meine, wir haben das gestern auch nochmal besprochen, das sind ja weit über 1000 Mitarbeiter in der Region. Klar gehört auch Krisenmanagement zu deinen Tätigkeiten, die du so tagtäglich vielleicht auch bewältigen musst. Ich denke eher so kleinere Krisen, die so vielleicht auf einer persönlichen Ebene auch stattfinden. Aber hast du jemals gedacht, dass du dich mal um so eine große Geschichte kümmern müsstest? Also wahrscheinlich ging es mir wie so vielen anderen auch in der Situation. Ich konnte mir die Dimension überhaupt nicht vorstellen, die da kommt. Also gerade zu Beginn, als es geheißen hat, so, ja, das Thema Corona, wie organisieren wir uns, was machen wir uns, welche Schritte, und eben das Thema auch Projektleitung und Krisenmanagement. Ja, ich hatte Respekt davor, was dort kommt, stand komplett überhaupt außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ja, ich Von dem glaube, her. das geht nicht nur dir so. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Krisenmanagement. Kannst du mal kurz erklären, wie schnell ging das eigentlich, dass wir das Krisenmanagement bei Sage hochgefahren haben und vielleicht auch mal kurz so, welchen Umfang das Ganze eigentlich hatte? Ja, also Krisenmanagement spielt wirklich eine große Rolle, weil wir befinden uns ja in einer Krise. Und das Management dazu, das, wenn ich mich richtig erinnere, müsste innerhalb einer Woche schon gestanden haben, sprich von einer globalen Konstellation einer Taskforce für das Thema Corona speziell heruntergebrochen auf jede einzelne Region. Wie organisieren sich die Regionen? Wer ist Taskforce-Leiter? Wer gehört alles zu so einer Taskforce dazu? Wie oft trifft man sich, tauscht man aus, welche Aktionen macht man? Das ging sehr, sehr schnell. Also, wie gesagt, ich denke, innerhalb von einer Woche ist es gestanden. Und wenn ich sage gestanden, dann wirklich von wer gehört zu welcher Taskforce, wer ist Ansprechpartner für welches Thema und was sind die Schritte, die wir einleiten, abgeleitet an einer globalen, ja, Vorstellung, wie wir die Krise managen. Ja, da gehen wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen tiefer ins Detail, aber wir wollen dann natürlich nicht vorne weggreifen. Andreas, auch an dich noch eine kurze Einstiegsfrage, bevor wir dann gleich wirklich so mit dem Thema einsteigen. Jetzt weiß ich ja also selber aus meiner Tätigkeit als Produktmanager, wir sind ja viel in Kontakt auch mit Pre-Sales und mit Sales und eigentlich sind deine Kollegen oder deine Mitarbeiter ja eher beim Kunden vor Ort, also am Tisch des Kunden, wie man so schön immer sagt, oder wir laden die auch schon mal gerne zu uns in unsere Büroräumlichkeiten ein. Wie klappt das denn bei euch im Pre-Sales-Bereich? Also ich meine, jetzt das persönliche Gespräch beim Kunden vor Ort findet, glaube ich, gerade eher selten statt, oder? Ja, de facto kann man sagen, findet überhaupt nicht statt im Augenblick. Also es hat komplett aufgehört und das war natürlich schon auch was, wo wir uns echt auf die neuen Begebenheiten dann auch erstmal deutlich einstellen mussten. Wir haben schon in der Vergangenheit das ein oder andere natürlich online gemacht. Also eine Online-Präsentation, das kennst du ja auch, gehört schon auch irgendwo mit dazu. Aber natürlich ist es auch immer in den Köpfen, das hat auch was mit Wertigkeit und Respekt zu tun auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn du mit den Personen in einem Raum sitzt, ein Whiteboard hast, Dinge nochmal anders erklären kannst, kannst du gerade so komplexere Projekte und Softwarelösungen einfach besser darstellen. Da mussten wir uns schon ordentlich umstellen. Das war für uns schon eine neue Erfahrung. Da wir die Tools aber alle schon hatten, war es einfach nur ein Lernen, wie setzen wir diese Tools jetzt gezielter ein, wie nutzen wir die mehr. Wir haben zum Beispiel auch durchaus gelernt, dass wir jetzt auch mehr auch so Videogeschichten und sowas machen, also Dinge, die man sich dann auch nochmal abrufen kann im Nachgang und so. Also war eigentlich in Summe ganz, ganz spannend, weil du so irgendwie sagst, das ist alles normal. Du machst deinen gleichen Job und du machst ihn komplett anders und musst auf anderen Wegen die gleichen Kontakte herstellen können. Aber ich denke schon auch, dass ein anderer Impact natürlich auch war, weil sich beim Kunden auch viel geändert hat. Also es war jetzt ja nicht nur auf unserer Seite, sondern auch beim Kunden gab es plötzlich andere Prioritäten und das auch zu verstehen, wie man da jetzt dann vorgeht, dass man den richtigen Zeitpunkt findet, um die Informationen dort zu platzieren, weil der ganz dumm vielleicht gerade mit Kurzarbeit beschäftigt war, mitten in einem Projektlauf. Und dann haben sich natürlich für den auch die Prioritäten deutlich verschoben. Also war schon eine Herausforderung, aber finde, dass wir das insgesamt im Team, aber auch in der Sage echt gut und schnell hingekriegt haben. Und das Feedback von den Kunden zeigt mir auch, dass wir da wohl die richtige Mixtur gefunden haben. Ja. Ja, sehr gut. Danke erstmal für eure Einblicke in den täglichen Alltag, den ihr da so zu bewältigen habt. Ich glaube, das Thema zurück ins Büro ist wirklich jetzt für uns als Sage-Mitarbeiter, aber ich glaube für viele andere Unternehmen generell eine schwierige Frage, wann da der richtige Zeitpunkt ist, das zu tun. Falls Sie noch Fragen haben zu dem ganzen Thema, das habe ich vorhin noch vergessen, über das GoToWebinar-Bedienpanel oder über die
Online-Funktion unserer Software, die wir hier nutzen für das Webinar, können Sie Fragen stellen. Die herzliche Einladung an Sie, stellen Sie Ihre Fragen. Wir versuchen, die hier dann zu beantworten. Falls wir das nicht in dem Fall beantworten können oder vielleicht, weil es eine rechtliche Geschichte am Ende auch ist, die wir so vielleicht nicht beantworten dürfen, versuchen wir das natürlich im Nachgang zu klären. Aber wie gesagt, die drei Kollegen, die hier mit in dieser Session mit mir zusammen sind, sind absolute Experten und ich bin guter Dinge, dass wir das Thema heute auch aufklären können. Aber wie gesagt, ansonsten schicken wir das gerne im Nachgang dann noch mal zu. Gut, ich würde sagen, steigen wir mal richtig ins Thema ein. Und ja, Simone, meine Frage an dich für den Start ist, die brennt mir natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, ziemlich auf den Nägeln. Wann darf ich wieder ins Büro? Muss ich überhaupt ins Büro? Und warum ist das vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten, sondern ziemlich komplex, das Thema? Ich muss schon schmunzeln, wenn du sagst, wann darf ich denn wieder zurück ins Büro? Ich glaube, das ist eine der meistgestellten Fragen, die so in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gestellt worden sind und ich kann es verstehen. Denn ich würde fast sagen, das ist die Frage, die wir uns stellen, seitdem unsere Mitarbeiter alle reibungslos zu Hause arbeiten. Weil eigentlich war sie erstmal dieses rein ins Homeoffice, gucken, dass alles rund läuft, dass unsere Mitarbeiter versorgt sind. Und dann fangen wir natürlich schon an zu überlegen, und wie kommen wir denn eigentlich wieder zurück, jetzt wo es so gut geklappt hat, dass wir zu Hause arbeiten. Und weil ich sage, es ist die meistgestellte Frage, es ist meines Erachtens auch, so einfach sie klingt, eine der komplexesten Fragen. Oder eine Frage, deren Antwort nicht nur an einem Datum hängt, sondern einfach an ganz vielen Dimensionen und Faktoren. Und wenn wir jetzt mal so in die einzelnen Dimensionen einsteigen, die Beantwortung so facettenreich oder so komplex macht, dann müssen wir da einfach in verschiedene Bereiche gucken. Und die erste Ebene, die wir uns natürlich mal angucken, und wir hatten vorher gesagt, wir sind für Zentraleuropa verantwortlich. Wir haben in Zentraleuropa nicht nur vier Länder, die gerade was Covid-19 betrifft, eine ganz unterschiedliche Geschwindigkeit haben, wie sich der Virus vor Ort entwickelt. Wir haben auch ganz unterschiedliche Niederlassungen mit unterschiedlicher Größe. Somit ist es das Erste, dass wir uns erstmal die Office-Ebene angucken, als eine Dimension, um eine Frage zu beantworten, wann und kommen wir wieder zurück. Denn so jede einzelne Niederlassung hat so ihre einzelnen Tücken oder einzelne Vorteile, je nachdem. Also beispielsweise, ich gehe mal ein paar Punkte rein und jeder kann jetzt für sich, gerade die Zuhörer, überlegen, wie sieht es denn bei mir aus? Eine Niederlassung, mehrere Niederlassungen und wie unterscheiden sie sich? Wie sind beispielsweise Lüftungs- und Luftzirkulationen, eben um zu gucken, wie hoch sind Wahrscheinlichkeiten, dass sich ein Virus verbreitet? Auch wie ist es mit Parkplätzen beispielsweise? Sind unsere Mitarbeiter in der Lage, mit dem Auto zu kommen in einem geschützten Umgebung aber sind sie darauf angewiesen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen beispielsweise? Ist unsere Location Eigentümer, also sind wir der Eigentümer oder mieten wir? Bedeutet, können wir unsere eigenen Spielregeln aufstellen oder sind wir darauf angewiesen, die Spielregeln eines Gebäudebesitzers mitzuspielen? Also diese Liste, die ist beliebig erweiterbar, weil jede einzelne Niederlassung so seine einzelnen Bits und Bytes hat, auf die man gucken muss. Deswegen ist die Office-Ebene die erste, auf die wir pro Land, pro Niederlassung gucken, wie sieht das einzelne Gebäude aus. Und dann eine der vielleicht komplexesten und umfassendsten Ebenen ist natürlich die der Mitarbeiter. Also weiß ich, wie viele persönliche unterschiedliche Anforderungen in dieser Location arbeiten bedeutet? Risikogruppen, was ist das familiäre Umfeld der Mitarbeiter? Welche Rollen haben die Mitarbeiter? Also wie dringend muss man vielleicht auch einzelne Gruppen wieder ins Büro lassen oder nicht? Wie gestaltet sich der Arbeitsalltag von diesen Kollegen in diesen einzelnen Rollen? Wenn sie wieder zurückkommen, wie teilen wir die Kollegen am besten auf? Also in welche Teams, in welche Systeme? Also sprich, gibt es rollierende Systeme, sodass sich möglichst wenig Mitarbeiter in größeren Gruppen begegnen und auch, dass sich immer wieder die gleichen Kollegen begegnen, um Risikomanagement, Risikominimierung zu betreiben? Und wenn man schon beim Thema, dass sich Kollegen treffen sind, was ist mit dem Thema Socializing?
Auf der einen Seite wollen wir Offices eröffnen, um auch wieder die Möglichkeit zu geben. Und Andi, du hast es so schön gesagt, wann treffe ich denn endlich mal wieder auch die Kollegen? Wir wollen ja die Möglichkeit geben, zurück ins Office zu gehen, damit man auch wieder ein bisschen socializen kann. Aber wie viel socializen ist zu welchem Zeitpunkt denn eigentlich das richtige Mittel? Also auch hier stellt sich natürlich die Dimension, wie viel ist gut, wie viel kann man kontrollieren, wie viel möchte man kontrollieren. Ja, und darüber hinaus, wo Menschen zusammenarbeiten, wo wir uns in einer Situation bewegen, wo die wir es vorher nicht hatten. Ich meine, keiner schöpft hier aus Erfahrungswerten. Das ist für alle neu. Wer sind die Ansprechpartner vor Ort? Also ich brauche pro Niederlassung immer einen, der auf dem aktuellen Stand ist, der weiß, was in welcher Situation zu tun ist, Fragen von Mitarbeitern beantworten, aber auch Situationen in der richtigen Reihenfolge zu klären. Also Vorkommnisse, zum Beispiel, wenn Kollegen sich nicht wohlfühlen oder eben vielleicht sogar Kontakt hatten zu Risiko, ja, oder zu potenziell infizierten Menschen. Was sind die Informationsketten, um möglichst sicher zu sein, aber auch möglichst wenig Wirbel zu machen, um andere einfach auch weiter in Sicherheit oder die Sicherheit zu geben, die sie fürs Arbeiten benötigen. Ja, und dann ein auch sehr komplexes Thema für uns von der Dimension her ist, gibt es so viele Kollegen, die sich auch schon wieder daran gewöhnt haben, im Homeoffice zu arbeiten. Wer möchte denn eigentlich wirklich wieder zurück? Und vor allem, ja, wie können auch die Mitarbeiter mit der Veränderung umgehen? Wir haben schon gemerkt, gerade dieses rein ins Homeoffice war eine große Veränderung für viele Kollegen. Und man gewöhnt sich ja so irgendwie an alles. Die einen schneller, die anderen langsamer, aber irgendwie ist der Mensch ja anpassungsfähig. Und jetzt gehen wir wieder in eine Veränderung rein. Also wir gehen jetzt wieder raus aus der Situation Homeoffice, zurück ins Office, die man ja eigentlich kennt, aber doch ganz anders wiederfindet. Also ich würde fast sagen, das ist die komplexeste Dimension. Und dann sind aber noch andere, also wie beispielsweise eine Kostenebene, mal wieder ganz auf Management gemünzt. So eine schrittweise Eröffnung eines Unternehmens kostet eigentlich mehr finanzielle Mittel, als einfach abzuwarten und dann wieder zu eröffnen, wenn es normal geht. Denn gerade jetzt ist es ja so, dieser Hygienestandard, der einzurichten ist, der erfordert Investitionen. Und jeder muss sich vorher die Frage stellen, und da sind wir schon wieder bei einer politischen Frage, gehen wir diesen Schritt jetzt? Können wir diesen Schritt jetzt gehen? Also wie sicher können wir mit den uns vorhandenen finanziellen Mitteln unsere Offices machen? Und somit dann eigentlich auch nochmal eine Dimension der Ressourcen. Also wie viele Mittel, nicht nur finanziell, sondern auch von den Kollegen zur Unterstützung, die sowas durchziehen, stehen mir zur Verfügung. Wie plane ich so eine Rückkehr sinnvoll? Welche Termine muss ich auch im Hinterkopf haben? Stichwort Ressourcen. Macht es Sinn, zurückzukommen, wenn zum Beispiel gerade das Unternehmen im Monatsabschluss ist, im Geschäftsjahresabschluss, Hochsaison beim Kunden und jeder hat sich gerade daran gewöhnt, im Office zu arbeiten? Also gibt es Spitzenzeiten, zu denen ich vielleicht solche Aktionen dann doch lieber, auch wenn es möglich wäre, nochmal verschiebe. Also, und vielleicht erklärt es jetzt, warum es nicht so einfach ist zu sagen, so am so und so vielten haben wir vor, wieder ins Office zurückzugehen, weil zu all den Dimensionen kommt ja noch dazu, wie sich dieses Virus in einem einzelnen Land, in der einzelnen Region und in der Stadt entwickelt, in der wir die Niederlassung haben. Und deswegen würde ich sagen, es ist komplex. Wir arbeiten momentan hin, uns ja im September über die einzelnen Niederlassungen oder in die einzelnen Office-Wiedereröffnungen dann in Kraft treten zu lassen, weil da hängen ganz schön viele Dimensionen noch dran. Mir fällt da natürlich typisch Pre-Sales auch noch die Ebene der Software ein, der ganzen Systeme. Wenn wir die ganzen Kollegen zurück ins Office schicken, haben wir ja auch gelernt, du hast es gesagt, Infektionsketten, dann muss ich natürlich irgendwo auch erfassen, sind die Mitarbeiter da? Wer ist denn tatsächlich anwesend? Wer war an welchem Arbeitsplatz? Auch für Kollegen, die vielleicht seither keine Zeiterfassung gebraucht haben, die müssen auf einmal Anwesenheiten erfassen, damit wir feststellen können, wer war denn mit wem in einem Büro?
Was passiert denn, wenn wir so eine Infektionskette entdeckt haben? Wo melden wir die? Da brauchen wir Systeme, die schnell an die richtige Stelle das dann halt auch weitergeben, wo ich Kontakt aufnehmen kann. Und genauso denke ich auch, das nutzen wir ja auch mit unserem Intranet und mit anderen Tools im eigenen Haus. Ich brauche so einen zentralen Anlaufpunkt auch für alle Mitarbeiter. Egal, wo die sitzen, im Homeoffice oder im Office, muss ich bestimmte Informationen, vor allem wenn sie schnell an die Mitarbeiter sollen, über solche Systeme vielleicht an so einem schwarzen Brett, nenne ich es jetzt einfach mal, zur Verfügung stellen. Und was mir natürlich gerade einfällt, Simone, das weißt du, wir stehen kurz vor dem Year-End-Review. Alle Führungskräfte sollen ihre Mitarbeiter reviewen. Wir machen das Jahresendgespräch. Und im Normalfall ist das ja etwas, was wir alle kennen. Dann nimmt man sich die Zeit, geht zu seinen Mitarbeitern und setzt sich mit ihm in einen Meetingraum. Ja, und das werden wir jetzt dieses Jahr natürlich nicht machen. Ja, trinken Kaffee nebenher, bespricht das, bereitet das schön vor. Das werden wir jetzt nicht machen. Und natürlich ist es aber gerade bei so einem Jahresendgespräch auch wichtig, trotzdem, dass ich meine Mitarbeiter wertschätze, dass ich einen aktiven Dialog mit denen aufbaue. Das heißt also, wir werden hier die Tools, die wir haben, ja auch ganz anders einsetzen. Wir werden es ja auch im Zweifelsfall erweitern und eben aber auch mit Funktionen versehen oder mit Dingen versehen, wie wir sie so seither noch nicht genutzt haben. Also ich kriege das auch bei unseren Kunden natürlich mit. Die stehen ja vor den gleichen Herausforderungen. Und das unterschätzt man dann, glaube ich, auch immer wieder, was so ein System da dazu beitragen kann und was aber im Vorfeld auch überlegt werden muss, wozu nutze ich denn das? Weil Just-Another-Tool ist ja natürlich auch nicht die Antwort. Ja. Absolut. Ja, absolut. Also diese ganzen Stichworte und danke, Andi, dass du da auch diese Software- oder Systemkomponente nochmal ergänzt hast, weil wir haben uns alles angeguckt auf den unterschiedlichsten Ebenen und ich habe gerade ja auch gesagt, Alex, also global einheitlich arbeiten wir da darauf hin, im September dann zurückzukommen. Ich gehe aber davon aus, dass wir unterschiedliche, also dass es nicht dieser eine Eröffnungstag wird, der für alle gleichermaßen zu tragen kommt, sondern dass sich das zieht und auch ein sehr dynamischer Prozess werden kann, der einfach vielleicht mal auf der einen Seite ein bisschen schneller geht oder eben vielleicht auch, wenn es nicht so gut läuft oder wenn es sich draußen anders entwickelt, auch mal wieder zurückgehen kann. Somit sind wir da global einheitlich zu diesem Ergebnis gekommen, dass wir dann lockern werden, jetzt dann eben ab September, was eigentlich ganz gut ist. Und da haben wir uns auch eben all die Facetten angeguckt im Thema Kundenbesuche und Reisen, haben wir die ersten Lockerungen schon durchgeführt. Also dort sind wir schon von komplett alle unsere Mitarbeiter bleiben durchgängig zu Hause, sind wir schon den Schritt weitergegangen und haben uns genau angeguckt, wie wir lockern können und haben da schon bereits die ersten Lockerungen durchgeführt. Ich glaube, Reisen ist ein ziemlich gutes Stichwort in dem Fall, weil wir das selber jetzt merken auch, dass es ja teilweise, wenn auch unsere Kunden das lassen, jetzt mal für meine Tätigkeit gesprochen, dass wir die besuchen können, dass wir das schon wieder dürfen. Aber könnt ihr da vielleicht mal so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, vielleicht auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich meine, Asu, für dich sind es Bewerbungsgespräche. Andreas, du musst vielleicht mal zum Kunden und Simone, du bist am Ende dafür verantwortlich, dass sich auch am besten Fall keiner ansteckt dahinter und dass die Organisation läuft. Und das eigentlich, wenn ich das so sage, merke ich selber, wir stehen doch da in einem Konflikt, oder? Ja, also fange ich mal an, irgendwie mal gerade reißen. Goldene Dreieck. Genau, ja. Genau. Reisen hat uns natürlich schwer betroffen, weil das Grundthema ja eigentlich unseres Jobs ist. Das ist sozusagen eine klassische Beschreibung meines Jobs ist, dass ich Reisetätigkeiten mache und die meiner Mitarbeiter auch. Und dann kam erstmal dieses, dass wir es gar nicht dürfen. Das heißt also aktuell war erstmal, wir können nicht mehr zur Reise gehen, nur mit gesonderten Anträgen. Es ist jetzt gelockert worden, ist auch nachvollziehbar. Aber das heißt, du hast plötzlich viel häufiger auch so eine Reise erstmal nochmal wirklich in Frage gestellt. Wie wichtig und wie dringend ist die? Kann man das nicht irgendwie anders machen? Ist das der einzige mögliche Weg? Ist es auch sinnvoll für beide Seiten? Also nicht nur für uns, sondern auch für den Kunden. Aber selbst wenn wir dann wieder reisen dürfen, stellen sich natürlich für mich auch Fragen. Ich sage jetzt mal, das ist etwas, was wir eigentlich tagtäglich machen und plötzlich müssen wir bestimmte Dinge, die seither keine Rolle gespielt haben, mit Sicherheit hinterfragen. Wie viele Teilnehmer sind denn dabei? Also wie groß ist die Gruppe, mit denen ich da in einem Raum sitzen werde? Muss ich das in so einer großen Gruppe machen? Muss ich das vielleicht auf mehrere Gruppen aufteilen, um die Infektionsgefahr zu reduzieren? Wie sind die Räumlichkeiten vor Ort beschaffen? Wir haben klare Regeln, an was für Hygienestandards wir uns halten müssen, wie wir unsere Mitarbeiter schützen. Wie ist das denn, wenn die dann beim Kunden sitzen? Kann der das auch gewährleisten? Hat der vielleicht irgendwelche eigenen Regeln, die wir beachten müssen, damit wir überhaupt bei ihm vor Ort hinkommen dürfen?
Klassisch hat man unseren Mitarbeitern empfohlen, nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel und macht Fahrgemeinschaften, um Kosten zu reduzieren, um effizient zu sein, um die Umwelt zu schützen. Jetzt sagen wir Ihnen, fahrt bitte alleine mit eurem Auto, macht bitte keine Fahrgemeinschaften und bei öffentlichen Verkehrsmitteln seid besonders vorsichtig oder tut es nicht. Also da gibt es für ein ganz altbekanntes Thema, für etwas, was so tagtäglich war, wo man einfach geschwind seinen Termin geplant hat, ganz neue Herausforderungen. Und ich glaube, dass das schon auch spannend wird, was da noch alles auf uns zukommt. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass nicht jede Reise notwendig ist. Ich glaube, das haben wir jetzt alle gelernt. Das haben wir festgestellt, es muss nicht jede sein. Wir haben aber auch mit Sicherheit gelernt, nicht jede Reise kann online ersetzt werden. Ich glaube, jetzt gilt es einfach zu lernen, die bestehenden Tools, die wir haben, richtig einzusetzen und eine Mixtur aus beidem zu finden. Wann ist es denn wirklich notwendig? Wann profitieren auch beide Seiten? Und wie kann man das Ganze so gestalten, dass der Kunde alles bekommt, was er haben möchte, dass er alle Informationen bekommt, aber gleichzeitig, dass wir uns alle auch sicher fühlen können, sowohl auf Kundenseite als auch bei uns, auf unseren Mitarbeitern. Wie gesagt, eigentlich ein sehr spannendes Thema. Ich bin echt gespannt, wenn das dann mal wieder im großen Maße losgeht, was da eventuell noch alles auf uns zukommt. Ja. Ja, absolut. Anni hat es auch so schön gesagt. Also es hat eine große Implikation auf den Mitarbeiter, auch wie sicher ist unser Mitarbeiter. Und Alex, du hast ja auch gesagt, mein Job ist es zu gucken, welchen Schritt können wir machen, ohne die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gefährden. Und natürlich, und auch bei der Themafrage, lockern wir das Thema Reisen, haben wir wieder unterschiedliche Dimensionen uns angeguckt. Und natürlich haben wir auch geguckt, was macht denn der Mitbewerber? Also klar, also müssen wir auch drauf gucken. Ja. Und eigentlich möchte sich ja auch keiner abhängen lassen und der Letzte sein. Und wir hatten gesagt, nee, aber der Erste müssen wir jetzt auch nicht sein. Also logisch, wir gucken uns den Mitbewerber an, aber wir gucken noch genauer auf den Mitarbeiter, weil wir sagen, was wollen unsere Mitarbeiter? Und kein Mitarbeiter, der nicht reisen möchte. Das soll das jetzt auf gar keinen Fall tun. Also da auch nochmal Mitarbeiter wirklich zu fragen, was wollt ihr eigentlich? Wie wertet ihr die Situation? Und jetzt mal nicht im Hinblick vor euren Zielen, vor den Umsätzen, sondern vor eurem Sicherheitsgefühl. Und das war uns also auch nochmal wichtig, das mit in die Überlegung mit reinzunehmen und auch mit in diese Lockerungsstufen mit einzubauen. Und genau, und Andi hat auch gesagt, einiges ist remote möglich. Wir haben es jetzt gelernt. Und deswegen, wenn wir über Genehmigungen sprechen für Kollegen, die wieder reisen dürfen oder einzelne Reisen, ist es schon so, dass wir im allerersten Schritt haben wir uns alle Reisen angeguckt. Also alle, die bewertet werden nach dem Motto, der Mitarbeiter möchte wirklich hin. Es ist wirklich wichtig, dort live zu sein, also in persona. Und das, was wir zumindest auf unserer Seite sicherstellen können, wie Anja hat gesagt, alleine im Auto dorthin zu fahren, nicht in Großgruppen zu sitzen. Ein Kunde, der auch sagt, ja, und bei uns werden Hygienevorschriften wichtig genommen und wir setzen das auch um. Also wir schicken keinen Mitarbeiter in eine Gefahr hinein. Also all das, was wir so als Faktoren für uns zumindest mal erfragen und absichern konnten, haben wir uns angeguckt und haben dahinter, also anhand dieser Kriterien dann uns auch die Frage gestellt, ja, sehen wir auch so, genehmigen wir die Reise oder nein? Die Reise wird verschoben, remote gemacht, anders organisiert. Und wir haben das wirklich auf Geschäftsleitungsebene in den ersten Schritten gemacht, um auch ein Gefühl zu bekommen, was tut sich denn da? Wie stark ist der Wunsch? Nicht nur seitens der Mitarbeiter, auch seitens der Kunden. Was ist dort gefordert? Und jetzt, wo wir diese Erfahrungen haben, und ich glaube gerade, ich hatte ja vorhin gesagt, diese Situation hatten wir vorher noch nicht. Keiner kann hier aus dem Nähkästchen richtig plaudern, was beim letzten Mal so der Fall war. Sondern wir müssen ja von Erfahrung zu Erfahrung uns vorhangeln. Und jetzt haben wir auch die Genehmigungsstufen nochmal die Ebene tiefer gegeben. Das heißt, jeder Bereichsleiter kann für seinen Bereich dann bestimmen, ja, der Kollege ist safe. Diese Reise ist wirklich wichtig und so die Entscheidung treffen. Ja. Absolut. Ja. Also, was soll ich gerade sagen? Also, bevor du antwortest, kurz meine Frage, die mir da so ein bisschen auf der Seele brennt. Wenn wir jetzt über das Thema Recruiting sprechen, ich bin es von mir selber gewohnt, das habe ich vorhin ja auch schon mal gesagt, dass ich nach Frankfurt eingeladen worden bin. Ich habe meine Führungskraft persönlich kennengelernt. Für mich spielt Körpersprache auch immer eine enorm wichtige Rolle. Wie löst ihr das bei euch? Finde ich enorm spannend. Ist auch wirklich spannend und es war auch wirklich eine große Umstellung, denn für uns
Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, war das digitale Interviewen, also per Videokonferenz, eh schon Usus gewesen. Aber dennoch haben wir immer darauf bestanden, die Kandidaten persönlich zu treffen, eben genau, um genau das auch abzuklären, was du gerade gesagt hast. Körpersprache, Mimik, Gestik, einfach dieses Gesamtbild zu bekommen, stimmt die Chemie und auch für den Kandidaten sehr, sehr wichtig, zu schauen, wie sitzen denn die Kollegen? Wie arbeiten die miteinander? Also diese Feinheiten auch mitzubekommen, die sich in einem Büro so abspielen, das gibt einem als Kandidat ja auch sehr, sehr viel Information. Das ist natürlich ein großer Part, der jetzt wegfällt. Und wir haben uns abgesprochen. Also Kommunikation ist ein super wichtiges Thema, dass man offen und transparent damit umgeht und sagt, momentan ist uns die Sicherheit so wichtig. Entweder interviewen wir digital und treffen die Entscheidung dann später, wenn wir uns wieder persönlich treffen dürfen, dass wir uns einmal, keine Ahnung, zum Mittagessen draußen treffen oder so und uns beschnuppern können, in Anführungsstrichen, und dann entscheiden. Oder wir committen uns dazu beidseitig, also von unserer Seite als auch von Kandidatenseite, die Entscheidung so zu treffen. So, die Kollegen haben es gerade beide schon gesagt, man muss immer im Einzelfall entscheiden und das gilt halt hier auch für die Position. Das ist ganz klar. Was der Andi gesagt hat, würde ich gerne noch mit aufgreifen. Das gilt natürlich auch für die Interviews, dass man, wenn man sich dann wieder trifft, entscheidet, wie viele Leute müssen denn jetzt in einem Raum sein. Ja? Reicht es, wenn man zu zweit ist und die dritte Person, also ich sag mal, die zweite Interviewerperson, wählt sich digital ein? Dann hat man trotzdem eine Person persönlich, eine Person digital mit dabei. Und die Frage, die Simone gerade angesprochen hatte, dass wir die Mitarbeiter gefragt haben, wollt ihr wieder zurück ins Büro? Oder was wollt ihr eigentlich? So hattest du es, glaube ich, formuliert. Da sind wir, also wenn ich das auf Kandidaten beziehe, ein bisschen zögerlich, weil da müssen wir natürlich aufpassen, dass die Kandidaten nicht das Gefühl haben, sie müssen sich mit uns persönlich treffen, weil sie sonst den Job nicht kriegen. Und deshalb haben wir gesagt, wir entscheiden, dass wir uns erstmal nicht treffen. Wie kommt das an bei den bei potenziellen Bewerbern? Soweit eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt noch keinen Fall gehört, wo die Kandidaten gesagt haben, nee, ich treffe keine Entscheidung, wenn es nicht passiert. Also soweit, glaube ich, ist es sehr gut nachvollziehbar, dass sich jeder auch selbst schützen möchte. Absolut. Ich versuche das gerade so für mich so ein bisschen einzuordnen, wie ich damit umgehen würde, aber ich glaube, ich hätte jetzt gerade auch keine Antwort darauf. Bin froh, dass ich nicht in der Situation bin, um ehrlich zu sein. Ja. Mir ist vorhin aber ein Satz aufgefallen, der jetzt auch des Öfteren schon gefallen ist, und zwar, dass es uns enorm wichtig ist, auf den Mitarbeiter zu hören und dann auch eine Lösung zu finden. Wie sieht das denn in dieser Ausnahmesituation aus? Vielleicht kann ich dazu gerade was sagen, weil wenn es darum geht, den Mitarbeiter zu hören, gibt es ja immer unterschiedliche Wege, das zu tun. Und zum einen ist es so, dass wir natürlich ganz stark auf Führungskräfte, Kommunikation sprechen und unsere Führungskräfte natürlich immer über den aktuellen Stand informieren und auch wirklich immer wieder sagen, denkt dran, seid regelmäßig in Kontakt mit euren Mitarbeitern und gebt uns die Rückmeldung, wie die Stimmung ist, was eure Kollegen brauchen, damit wir wissen, am PC sieht man ja nicht, was die Mitarbeiter so, ja, wie es denen so geht zu Hause. Also zum einen ganz klassisch weiter über Kommunikation. Und das andere ist aber, und wenn du sagst, ja, es ist wichtig, auf Mitarbeiter zu hören, dann sind das unsere regelmäßigen Befragungen. Also regelmäßige, wir nennen sie Pulse-Surveys, also immer so Pulsbefragungen mit wirklich kurzen, knackigen Fragen, damit man diese Wasserstandsmeldung, diese gefühlte Temperatur im Unternehmen abfragen kann. Und ja, und so kriegt man eigentlich am besten auch raus, was Mitarbeiter wünschen. Also oder was sie sich erhoffen und darauf dann eingehen zu können. Also nur als Beispiel, angenommen, die Mehrheit der Mitarbeiter würde jetzt sich gar nicht trauen, zurück ins Büro zu kommen. Die haben Angst. Dann wäre es ja nicht wirklich förderlich auf Produktivität und überhaupt die Motivation der Mitarbeiter zu sagen, wir kommen jetzt so schnell wie möglich zurück ins Büro, wenn vielleicht zu Hause geht und der Mitarbeiter sich nicht wohlfühlt bei diesem Schritt. Deswegen ist es einfach auch so wichtig, danach zu fragen, wo der Mitarbeiter steht.
Und vielleicht nochmal, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, das ist vielleicht dann auch ganz interessant. Wir haben vielleicht Zuhörer dabei, die entweder schon ihre eigenen Befragungen gemacht haben oder vielleicht davor stehen, was mich total überrascht hat. Und das kann ich ja mal so ein bisschen in die Runde fragen. Wir haben ja auch gefragt, und zwar auf globaler Ebene und auch bei uns in der Region und auch aufs einzelne Land. Sagt mal, wie sieht es denn bei euch aus? Wollt ihr zu den Ersten gehören, die wieder zurückkommen? Oder wollt ihr erstmal nicht zurückkommen? Oder habt ihr da, seid ihr euch noch nicht sicher? Was glaubt ihr denn, was da so rauskam? Ist schwierig, ne? Ich hätte für mich keine Antwort, von daher. Ja. Man hat sich im Laufe der Zeit auch, glaube ich, geändert, was ich jetzt antworten würde, ja. Ja, das, genau. Und deswegen machen wir das ja auch recht regelmäßig, so ein Puls. Und bei der letzten, und ehrlich gesagt, ich hatte das Gefühl, je lockerer unsere Welt da draußen wird, also je mehr wir wieder in der Lage sind, am normalen Leben außerhalb des Büros teilzunehmen, desto höher wird auch der Wunsch, wieder ins Büro zu gehen. Das war das dachte ich, das kommt dabei raus. Allerdings, was ich ganz, ganz spannend fand an der Befragung, waren zwei Faktoren. Das eine ist, dass es immer noch eine Kurve ist. Also es ist immer noch ganz klassisch, die eine Hälfte möchte zu Hause bleiben, die andere Hälfte nicht. Also es ist wirklich, es gibt keinen Überhang groß zu der einen oder zu der anderen Seite. Was ich aber richtig spannend fand auch ist, wir haben uns mal genauer angeguckt, was sind denn so die offenen Fragen von denjenigen, die auch nicht zurückkommen wollen. Und da hat sich auch wieder viel abgespielt in dem Bereich, das klappt zu Hause gut. Ich schätze es, von zu Hause aus arbeiten zu dürfen. Ich finde das richtig gut, dass meine Pendelzeiten wegfallen, dass ich nicht mehr im Stau stehen muss. Und deswegen ist es auch so wichtig, genau hinzuhören, wenn man sagt, was melden uns unsere Mitarbeiter zurück? Wenn ein Mitarbeiter sagt, ich möchte nicht zurück ins Büro, dann kann das nämlich auch wieder unterschiedliche Dimensionen haben. Die dessen wirklich zurück zu wollen, weil Kollegen, weil bessere Ausstattung, bessere Arbeitssituation oder vielleicht, dass es zu Hause auch wirklich gut läuft. Ja, ich glaube, aber auch da wieder ist die Einzelfallbetrachtung natürlich das Damoklesschwert, was da über uns kreist. Wer sein abgeschlossenes Büro hat vielleicht, der da super arbeiten kann, wird wahrscheinlich nicht sofort sagen, er möchte zurück. Aber wenn jemand zu Hause am Küchentisch mit den Kindern zu Hause arbeiten muss, dann stelle ich mir das enorm schwierig vor. Aber wie gesagt, die Komplexität, die dahinter steckt, Wahnsinn. Ist mir gar nicht so bewusst gewesen, weil man ja doch immer mehr auf sich selber achtet. Also kannst du uns vielleicht mal ein bisschen abholen, was heißt das überhaupt, eine People Company zu sein? Und vielleicht mit Simone auch, dass du da auch, dass ihr das beiden mal so ergänzt, was eigentlich unsere Idee dahinter ist? Also People Company heißt für mich zum einen, die Umfragen, regelmäßige Umfragen zu machen, die Simone gerade angesprochen hat, aber für mich ganz wichtig, nicht nur diese Umfragen zu machen, sondern daraus auch Maßnahmen abzuleiten. Weil Fragen kann man viel und antworten. Ich denke mir natürlich als Mitarbeiter auch, okay, warum soll ich das jetzt beantworten? Was passiert denn danach? Ja. Und ich finde, das ist das, was eine People Company ausmacht, wenn man auf die Mitarbeiter hört und dann auch zu gucken, okay, das war uns gar nicht so bekannt, wie die Simone ja gerade beschrieben hat. Ne? Das ist halt ein Aspekt, der für mich absolut dazu gehört. Ein anderer Punkt für mich als People Company bedeutet, auch in kürzeren Abständen Feedback zu geben, also Leistungsbewertungen in einem, nicht halt in einem Jahresgespräch zu machen, weil in einem Jahr passiert so viel, gerade in unserer heutigen Zeit, gerade auch in unserem Beruf, sage ich mal, oder in meinem Bereich, das wäre viel zu kurzsichtig, das nur einmal im Jahr zu betrachten. Und da gibt es ja unterschiedliche Wahrnehmungsstörungen, dass man immer das Positive nur wahrnimmt oder nur das Negative. Und das verzerrt natürlich das Gesamtbild der Leistung. Und da finde ich es ganz cool, dass wir das auch eingeführt haben. Ich weiß jetzt gar nicht wann, ehrlich gesagt, aber vor einiger Zeit, dass wir diese regelmäßigen systemischen Feedbacks auch geben können. Und ja, das sind, glaube ich, für mich so persönlich die zwei Punkte, die das ausmachen. Ein Punkt, den ich gerne ergänzen möchte an der Stelle, ist auch nochmal das Thema Wertschätzung. Also ASO hat es in dem Punkt mit aufgenommen, dieses regelmäßige Feedback geben, was ja eine Form von Wertschätzung ist, aber auch das Wertzuschätzen, wie beispielsweise jetzt, dass die Mitarbeiter so gut mitziehen. Also gerade ja in dieser wir gehen alle ins Homeoffice, für uns ist alles neu und nicht nur diese Arbeitsweise, sondern eigentlich auch, was da draußen passiert. Und
Und bei uns lief das zum Beispiel richtig gut. Unsere Mitarbeiter haben richtig toll mitgezogen, das auch mal zurückzugeben und zu sagen, hey, danke, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass unsere Kollegen sagen, ja, das ist jetzt eine andere Situation, aber ich melde mich, wenn ich was brauche, ich ziehe es auch zu Hause durch, ich gebe auch weiter mein Bestes, um da zu sagen, hey, wir sehen das und wir wertschätzen das und wir geben auch dafür was zurück. Und zurückgeben kann in so unterschiedlicher Art und Weise passieren. Also nicht nur über das ganz Klassische, was auch schon toll, ein Danke zu sagen, danke, wir sehen das, sondern vielleicht auch, wenn es im Rahmen der Möglichkeiten liegt, zu sagen, hey, was brauchst denn du zu Hause? Brauchst du von uns vielleicht Unterstützung? Brauchst du noch eine Unterstützung zu einem Bürostuhl? Brauchst du die Unterstützung mit dem Internet, weil es dich sonst jeden Tag so sehr aufreibt, weil deine Verbindung abbricht? Oder einfach um mal zu sagen, danke, mach mal einen halben Tag Pause, lock dich mal aus. Oder wir haben unsere Foundation-Tätigkeit, also gemeinnützige Tätigkeiten aufgebaut. Wir haben gesagt, hey, es ist doch wichtig, dass du dich weiter bewegst und nicht nur den ganzen Tag im Homeoffice sitzt. Also tue weiterhin Gutes im Rahmen unserer Charity, die wir bei Sage haben und unterstütze Kollegen da draußen oder geh laufen für Meilen, die wir dann wieder umwandeln in finanzielle Unterstützung für gemeinnützige Einrichtungen. Also all das spielt sich im Bereich Wertschätzung ein und ist auch nochmal ganz wichtig für eine People Company. Ja, absolut. Darf ich ergänzend Andreas, noch was sagen? ja, na klar. Na klar. Weil die Simone das gerade gesagt hat. Ich finde, ein wichtiger Punkt ist Authentizität. Ich habe nämlich vor 3 Jahren, als ich angefangen habe oder meine Interviews hatte, auch sehr viel über die Foundation gehört und habe innerlich gedacht, ja, das klingt gut, das macht bestimmt keiner. Und ich muss sagen, ich wurde wirklich eines Besseren belehrt. Und es ist unglaublich toll zu sehen, wie das nach außen getragen wird. Und es ist nämlich genauso, wie es auch innen gelebt wird. Und das wollte ich eigentlich nur noch hinzufügen. Absolut. Andreas, kannst du uns aus der Presales-Sicht vielleicht mal kurz ein bisschen abholen? Wie helfen denn Systeme dabei, dass sowas funktionieren kann? Das ist tatsächlich, finde ich, immer eine super spannende Frage, weil klar, wir gehen genau mit dieser Message raus. Werdet zu einer People Company, nutzt die richtigen Tools, bindet eure Mitarbeiter mit ein. Das ist Teil unseres Jobs. Spannend ist es dann eben zu sehen, wie wir das bei der Sage auch handhaben und dass wir da eben sehr viel mitnehmen können, dass ich da so wirklich ganz viel lernen kann und Informationen mit zu den Kunden übertragen kann. Solche Tools haben, glaube ich, das wird mir sicherlich die Simone bestätigen, geholfen, dass wir so reibungslos, so schnell alle ins Homeoffice gehen konnten. Dass wir wirklich, da gab es einen Termin, dann wurde das angekündigt und dann sind wir alle im Homeoffice gewesen. Von heute auf morgen, dann waren alle Offices dazu. Und da musst du kommunizieren können, da musst du das mit den Mitarbeitern austauschen. Und da ist für mich dann einfach schön zu sehen gewesen, dass die Story, die ich die ganze Zeit nach draußen transportiere und meinen Kunden empfehle und sage, werdet zur People Company, habt da ganz viele Vorteile, dass auch wenn der Anlass jetzt vielleicht nicht mein gewünschter Anlass war, zu sehen, wie gut wir das umgesetzt haben, wie schnell das bei uns ging, das hat sich nach ganz kurzer Zeit ganz normal angefühlt. Und das Tolle war eben dann aber auch zu sehen, was für mich nämlich dann das nächste ist, People Company heißt nämlich auch, dass die Mitarbeiter dann stärker gebunden sind. Es ist sofort ein aktiver Dialog entstanden. In alle beiden Richtungen, man hat sich wirklich zugehört gefühlt, es gab verschiedene Informationsmedien, über die wir alle abgeholt wurden. Unsere Fragen wurden gehört, unsere Fragen wurden beantwortet, es wurden uns Lösungen dafür zur Verfügung gestellt. Die Kommunikation hat sich ganz schnell in andere Tools und Medien umgelagert. Man hatte nicht das Gefühl, dass man außer räumlich weit weg, aber persönlich weit weg plötzlich von seinen Mitarbeitern und seinen Kollegen sitzt. Und da finde ich es eben ganz spannend, dass das eben genau das, was ich eben so, ich sage jetzt mal immer oft virtuell propagiert habe, dass solche Tools unglaublich wichtig sind, um sowas schnell und sauber zu machen und die Mitarbeiter eng an einen zu binden, dass das sich auch bei uns gezeigt hat, dass das wirklich der Fall ist und wir deswegen wirklich, ich finde, mit Bravour diese ganze Sache hinter uns gebracht haben. Also ich fand das wirklich schön mit anzusehen, wie gut wir da alle zusammengearbeitet haben. Und freue mich da auch wirklich, dass das, was ich da immer erzähle bei den Kunden, tatsächlich der Wahrheit entspricht. Ja, das stimmt. Allerdings, das ist eine andere Erfahrung auf jeden Fall mal. Das merke ich bei meinem täglichen Alltag auch. Wenn wir nochmal kurz zurück zu dieser Befragung kommen, die wir ja, ich glaube, mit einem Großteil aller Mitarbeiter dann auch beantwortet haben. Jetzt liegt das, wie sieht es denn aus, so dieser persönliche Einfluss dahinter, wie die Angaben da gemacht worden sind? Habt ihr da einen Einblick zu oder liegen die Antworten
eurer Meinung nach jetzt nur an der Corona-Pandemie oder gibt es andere Auswirkungen, die vielleicht auch noch mit dahinter stecken können? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, interessiert dich nochmal so, was die Angaben sind oder so diese offenen Angaben, richtig, Alex? Exakt, ja. Ja, also das war wirklich extrem facettenreich. Und wie ich es vorhin schon mal kurz angeschnitten hatte, wir haben uns speziell nochmal darauf konzentriert, herauszufinden, und wenn ich sage wir, dann ist es nicht nur auf regionaler Ebene, sondern eben auch auf globaler Ebene, was steckt denn hinter den Antworten? Und wir haben wirklich Kollegen, die zu Hause entweder ihre Eltern oder Angehörige haben, die Risikogruppen sind, denen es wirklich wichtig ist, weiter zu Hause zu bleiben. Und die auch wirklich sagen, solange es geht, wünsche ich mir, daheim zu bleiben, weil es ist ein gesundheitliches Thema. Entweder meins oder als Risiko von jemandem, der mir sehr nahe steht. Und die anderen sind diejenigen, die sagen, ja, ich würde schon gern zurück. Nur dieses auch zu Hause arbeiten, dieses mobile Arbeiten, wie wir das nennen bei uns bei Sage, das ist echt gut. Das möchte ich gerne weitermachen. Und daraus, also gucken wir uns schon an, was bedeutet das für uns für die Zukunft? Also wenn wir jetzt sagen, wenn wir uns die Antworten nehmen, wenn wir unsere Erfahrungen nehmen, wie hat was geklappt? Was wird auch so an uns zurückgemeldet? Wie verändern sich auch naja, so KPIs wie Klickraten im Intranet, Öffnungsraten von Newslettern, Teilnahmequoten an Befragungen. Mhm. Was machen wir da draus, um zu gucken, wo geht es hin? Und da haben wir dann Projektgruppen gegründet, die sich auch wirklich speziell darum kümmern. Und wie Sia so gesagt hat, wichtig ist immer, dass man was aus den Ergebnissen macht. Und das machen wir nicht nur bei den normalen Mitarbeiterbefragungen, wo wir immer wieder sagen, okay, ne, wo können wir besser werden, was können wir besser machen oder was können wir beibehalten, weil es einfach gut ist. Haben wir das uns im Corona-Fall auch angeguckt, aber das läuft. Also das ist noch nichts Abschließendes, weil diese Pulsbefragung, die ist auch noch online. Also so das ganz Abschließende gibt es noch nicht. Das war jetzt erstmal der erste Rücklauf. Da haben schon die Hälfte der Kollegen teilgemacht. Und was im Übrigen auch gut ist, seitdem wir angefangen haben, die Ergebnisse regelmäßig an unseren Mitarbeiter zu teilen und zu sagen, was wir machen, sind die Teilnahmequoten gestiegen. Wir können regelmäßig über 80% Teilnahme verzeichnen, was bei Befragungen für Mitarbeiter schon mal ganz ordentlich ist. Absolut. Ja. Ich finde es auch ganz spannend, wenn wir das sagen, solche Dinge. Wir lernen dann natürlich auch für unsere eigene Software mit. Also diese Befragungen sind natürlich auch für uns ganz interessant, wo wir unsere Software dann auch hin entwickeln werden, weil wir einfach auch gelernt haben, dass bestimmte Teile unserer Software jetzt anders genutzt werden, dass die plötzlich anderen Anforderungen entspricht und die Arbeitswelt hat sich verändert. Also ich glaube, das kann keiner mehr wegdiskutieren. Corona hat die Arbeitswelt verändert und ich glaube auch nicht, nennt mich jetzt ein Schwarzseher, aber das wird nicht mehr so werden, wie es war. Also das wird in Zukunft, wirken kleine Dinge davon zur Normalität werden. Und das ist natürlich auch spannend, weil wir das Gleiche auch nochmal intern betrachten und sehen, wo können wir denn da vielleicht in Zukunft noch besser mit unserer Software unterstützen. Und da sind auch wirklich spannende Ideen entstanden, auch durch eben genau solche Geschichten, Mitarbeiterbefragungen bei uns im Haus, wo wir gelernt haben, das sind so Anforderungen, die so ein normaler Mitarbeiter an so eine Software dann auch hätte. Ja. Ja, da würde ich eine Sache ganz gerne mal aufgreifen, die mir jetzt gerade so, die du gerade gesagt hast. Für mich stellt sich auch die Frage irgendwie auf zu neuen Ufern oder zurück zu altbewährten. Wie sieht's denn aus? Was kommt denn als nächstes? Also wie entwickelt sich das Thema? Die Frage ist, gibt es altbewährtes denn überhaupt noch? Genau. Ich glaube, da gilt der klassische Spruch: Die Wahrheit liegt in der Mitte irgendwo. Ich habe es vorher schon mal gesagt und ich sehe es immer noch so. Viele Dinge haben sich verändert. Viele Dinge aber auch aus einem Zwang heraus. Und ich glaube, es gilt jetzt, die goldene Mitte davon irgendwo zu finden. Man muss nicht alles jetzt komplett auf den Kopf stellen. Es gab auch einige Sachen, die werden in Zukunft auch wieder funktionieren und die sind auch gut so, wie sie funktionieren. Aber es wird auch Sachen geben, die werden in Zukunft komplett anders laufen. Und das heißt, ich glaube nicht, dass es eine komplette Überholung des Systems sein wird, aber wir werden in vielen Bereichen, ich sehe das ja auch gerade in der Softwareentwicklung und auch in dem, wie die Arbeitswelten sind, wenn du das im Freundeskreis mitbekommst, wie dort Kollegen in anderen Firmen arbeiten, wie sich
Tätigkeiten verändert haben, die klassisch, die kann man nicht zu Hause machen, hat es da geheißen. Das geht nicht. Der Mitarbeiter kann nicht von zu Hause aus arbeiten. Und jetzt kommt das auf einmal 6 Monate am Stück, weil gar nichts anderes übrig blieb. Und man da festgestellt hat, dass man halt mit den richtigen Tools und mit den richtigen Prozessen, mit der richtigen Art und Weise der Kommunikation, mit der Art und Weise, wie, ich sage jetzt mal, auch Arbeitgeber und Mitarbeiter zusammenarbeiten, dieses People Company zu sein, wie das dann Zusammenspiel ist. Und das wird schon einen Innovationsschub haben. Da bin ich mir ziemlich sicher, den sieht man ja auch teilweise schon. Auch bei uns sehe ich, dass plötzlich hier Dinge dann doch plötzlich in eine andere Richtung getrieben werden, weil man einfach in ganz kurzer Zeit ganz viel Neues dazugelernt hat. Ja. Deswegen sagen wir das auch so. Also eigentlich gehen wir zurück in eine Zukunft. Wir gehen zwar zurück in die Büros, wir gehen zurück zur Normalität, aber eigentlich gehen wir in die Zukunft, weil so, wo wir herkommen, möchten wir ja teilweise auch gar nicht mehr zurück, weil vieles hat ja gut geklappt. Und gerade dann, wenn Dinge gut klappen, sollte man sie auch beibehalten. Was ich zum Beispiel total schön finde, ist, dass wir in den letzten Monaten viel mehr Kununu, positive Kununu-Rückmeldungen erhalten haben, die uns immer wieder bestätigen, hey, ihr macht gerade das Richtige. Also warum sollten wir denn zurück in etwas, was, oder anders, warum sollten wir das, was jetzt so wertgeschätzt wird, nicht beibehalten und so ausbauen, dass es auf die zukünftige Arbeitswelt passt? Ja. Und damit beschäftigen wir uns natürlich. Wie viel mobiles Arbeiten, wie viel Freiheit, Flexibilität, Mobilität, was wird an unsere Systeme gestellt? Also das sind Dinge, die uns jetzt sehr bewegen und die wir jetzt ausarbeiten. Ja, ich glaube, ganz wichtig, dass man da vieles vielleicht auch positiv auf den Prüfstand stellt, ne? So wie du das gerade gesagt hast. Aber Asu, vielleicht nochmal aus deiner Sicht, triffst du irgendwann nochmal einen Bewerber oder sagst du, das funktioniert so super mit den Video-Interviews, ich brauche das gar nicht mehr? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall möchte ich Bewerber wieder persönlich treffen. Ich glaube, man kann so zweite Interviews, die man persönlich im Büro führt, die kann man sich, glaube ich, sparen, weil man wirklich konsequent und strukturiert durch Video-Interviews sehr, sehr viel herausfindet. Aber wie gesagt, also die Chemie muss stimmen. Man muss auch dem Bewerber die Möglichkeit geben, das Büro zu sehen, so diese feinfühligen Dinge mitzubekommen. Von daher wird das nicht aussterben. Ja, das glaube ich auch. Absolut. Nochmal zurück zum Thema Office. Wie sieht es denn da aus? Also ich meine, das hat ja enorme Auswirkungen, welche Entscheidungen ihr da trefft. Ich bin froh, dass ich die nicht treffen muss. Mir wird das noch mehr bewusst jetzt auch im Zuge dieses Webinars. Also nochmal, wie komplex das Thema eigentlich ist. Aber wie sieht es denn da aus? Wie stimmt ihr euch ab? Was sind die nächsten Schritte? Für mich ist das wirklich noch ein bisschen schwer auch zu greifen. Also was uns bei all den Schritten, die wir machen, wichtig ist, ist Transparenz. Und für dich ist es momentan als Mitarbeiter noch schwierig zu greifen, weil wir es noch nicht veröffentlicht haben. Was aber natürlich und in Kürze passiert. Denn für uns ist wichtig, dass Mitarbeiter, gerade wenn es ums Punkt Sicherheit geht, also Mitarbeiter arbeiten besonders effektiv und sind besonders, ich sage jetzt mal, wenn man sich sicher fühlt, kann man auch gute Leistung erbringen. Und wann fühlt man sich sicher? Wenn man weiß, in welchem Umfeld man sich bewegt und was auf einen zukommt. Bedeutet, wir ab dem Zeitpunkt, wo wir dazu in der Lage sind, alles zu veröffentlichen, und das wird vor einer Eröffnung natürlich passieren und bevor wir nächste Schritte gehen, geben wir alles an unsere Kollegen. Das wird sein, also umfassendes Handbuch, wie wir das, was wir tun, regeln. Also wie wir ins Büro zurückkommen und was dort der Mitarbeiter wiederfindet. Und dass das nicht intergalaktisch global aussieht, weil natürlich sind es globale, einheitliche Strukturen, einheitliche Handbücher, gibt es das alles auf einer lokalen Ebene. Das heißt, ein Mitarbeiter, der am Standort München, am Standort Karlsruhe, am Standort Leipzig arbeitet, egal welche Größe dieser Standort hat, er findet das Handbuch, was für seinen Standort gilt, wo auch wirklich drin steht, wie sieht es aus, wenn ich ankomme, was sind meine Laufwege, was sind die Möglichkeiten für mich, für Hygiene, wo steht mir was zur Verfügung, wo darf ich sitzen, ganz banal, wo sind die Schilder. Da ist alles geregelt. Thema Kantinennutzung. Das heißt, das ist das, was wir gerade erarbeiten. Und das geht auch immer von global zu lokal, also vom Groben ins Feine, sodass jeder Mitarbeiter wirklich lokal weiß, was er findet.
Wir haben FAQs aufbereitet. Wir bedienen uns der FAQs, die wir schon hatten, als wir ins Office gegangen sind und machen jetzt natürlich die ganze, was für Fragen kommen auf, wenn ein Mitarbeiter zurückgeht in die Niederlassung. Wir binden hier auch zur Erstellung Mitarbeiter ein, sodass wir wirklich der Meinung sind, wir haben erstmal alles abgedeckt und dann lebt das. Dann leben diese FAQs, die werden ständig erweitert und man hat auch laufend Zugriff drauf, damit man sich informieren kann. Ja, und dann wird alles sehr langsam und schrittweise passieren. Also nur die, die wirklich wollen. Also erstmal Freiwilligkeit, dann in einem kleinen Umfang und dann wieder aus Erfahrungen lernen. Also gucken, was funktioniert gut und was können wir anders oder besser machen, bevor wir dann wieder nächste Schritte gehen. Und das ist das, was so in der nächsten Zeit auf uns zukommen wird. Ja. Und da stimmen wir uns ab, global, lokal in den Taskforce und dann aber auch unter Einbezug der Mitarbeiter und Standortleiter und damit jeder weiß, wer ist Ansprechpartner, was passiert im Falle von, was darf ich, was kann ich, was muss ich, das einfach, das so weit wie es uns möglich ist, die Transparenz gegeben wird. Ich glaube, alle Variablen wirklich von vornherein zu auf dem Schirm zu haben, ist, ich würde sagen, fast unmöglich. Aber ihr macht einen guten Job. Dementsprechend, ich fühle mich gut informiert als Mitarbeiter und ich glaube, das ist das, was wirklich wichtig ist. Ich würde ganz gerne im Zuge der Zeit, sind ein paar Fragen reingekommen, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, die würde ich euch natürlich ganz gerne stellen. Eine Frage, die reingekommen ist, wie waren denn die Homeoffice-Regelungen in Zeiten vor Corona bei Sage? Haben wir das vorher schon umgesetzt gehabt oder welche Erfahrungen haben wir denn damit so gemacht? Vielleicht kann ich sagen, wie es was die Regelung war und wie man anders nochmal was zu den Erfahrungen. Also unsere Regelung war die, dass wir bei Sage, dass wir nennen es mobile Arbeiten, also dieses nicht im Büro arbeiten, für die Kollegen, die per se keinen Homeoffice-Vertrag haben, schon eingeführt hatten, aber nicht flächendeckend. Also wir haben das an den meisten Standorten gemacht, die wir schon mal umgebaut haben, wo wir zum Beispiel Desk-Sharing-Modelle hatten und ja, da war die Regelung, dass unsere Mitarbeiter 40% ihrer Arbeitszeit auch mobil arbeiten können. Bedeutet ganz klassisch, wenn jemand 5 Tage die Woche arbeitet, kann man 2 Tage zu Hause ausarbeiten. Das war aber noch nicht überall implementiert. Wir waren eigentlich gerade dabei, das weiter sukzessive auszurollen und haben natürlich gemerkt, es gibt natürlich auch Widerstände. Es gibt natürlich auch Ängste, die sich auch oft bei den Führungskräften abgespielt haben. So, ich habe mein Team nicht mehr da sitzen. Ich weiß nicht, was die tun. Ja, das ist natürlich auch Arbeit, sowas auszurollen, zu implementieren und für beide Seiten so gut wie möglich zu regeln. So, und jetzt, dann kam Covid-19 und jetzt haben wir es erstmal implementiert, dass jeder zu Hause arbeiten kann. Jetzt müssen wir gucken, wie man in der Zukunft damit umgeht. Ja. Ich denke, jetzt sollte es nicht das Problem sein, das flächendeckend nach dem bestehenden Konzept mit den 40% beizubehalten. Die Frage ist jetzt nur, ist das genug? Soll es flexibler sein? Soll es anders sein? Also wir werden eigentlich eher an diesem bestehenden Modell nochmal drauf gucken und das anpassen und das dann für alle auch so gilt. Ja, wirklich, also für viele Mitarbeiter auch wirklich eine spannende Frage und wirklich interessant. Da wir ziemlich am Ende sind, aus eurer Sicht einmal kurz, was sind so die Key Takeaways? Was ist das Wichtige an dem ganzen Thema? Vielleicht, Asu, fangen wir mit dir einfach mal an und gehen dann einmal der Reihe nach durch. Okay, also für mich ist das Wichtigste eigentlich zu wissen, wo wir gerade stehen und wie weit wir gehen dürfen. Ja, dürfen wir uns jetzt extern mit anderen Leuten treffen? Was sind die Maßnahmen im Büro? Wir haben ja 5 verschiedene Standorte. Das heißt, in meinem Fall, Interviews würden ja an 5 verschiedenen Standorten stattfinden, die vielleicht auch unterschiedliche Regelungen haben. Dass man sich daraus halt Handlungsmaßnahmen für den eigenen Bereich ableitet. Das finde ich eigentlich so am allerwichtigsten, up-to-date zu sein. Und ich fühle mich gut abgeholt, du hattest das selber auch gesagt. Und ich kann das ganz gut für unseren Bereich ableiten. Von daher ist das für mich so, steht das an erster Stelle. Sehr gut. Simone, was ist dein Key Takeaway? Schwierig, es gibt schon ein paar. Ich konzentriere mich mal vielleicht auf die individuellen Lösungen, weil die kommen ja eigentlich aus Mitarbeiterbefragungen. Das heißt, Transparenz ergibt sich dadurch, zu wissen, wo man steht, auch als Unternehmen, Befragungen, also dranbleiben und kein Gießkannenprinzip, weil mit Gießkanne hole ich einfach nicht jeden ab.
bedeutet, weder von global zu lokal macht die Gießkanne Sinn, noch auf Mitarbeiterebene. Am besten kommt man, löst man, wenn man sagt, okay, was brauchen wir im Kern? Und das darf und soll auch einheitlich für ein Unternehmen sein. Und dass man dann guckt runterwärts, was macht und dann im Idealfall Sinn. Also man muss nicht immer klein, klein, aber schon so, dass diese breite Gießkanne dort vermieden wird, wo es geht und wirklich geguckt wird, wo sind die Schrauben, die für uns am meisten Sinn machen, an denen wir drehen, damit damit die Situation einfach so gut wie möglich geregelt wird. Also globale Konzepte, lokale Lösungen und unter Berücksichtigung, Rückmeldung Mitarbeiter, Führungskräfte, also Rückmeldung aus dem Unternehmen. Ja. Andreas? Für mich hat sich das Ganze so, also wenn ich es jetzt einteilen würde, ich sagte, wir hätten zwei Ebenen, so die rationale und die emotionale Ebene. Die rationale ist einfach für mich alles, was hier Strukturen, Systeme, Prozesse, wo arbeite ich und solche Dinge, also den Arbeitsalltag zu bieten. Und die emotionale ist dann natürlich, wie gehen die Mitarbeiter mit dieser veränderten Situation, die sich ganz rapid in die eine Richtung verändert, jetzt wieder zurück verändern wird um. Und da war für mich das wirkliche Key Takeaway, dass es zwei Dinge gibt. Das ist Information und Kommunikation. Das heißt, die Leute müssen ihre Informationen bekommen im richtigen Intervall, in der richtigen Menge, in der richtigen Tonalität, sage ich es jetzt einfach auch mal. Und es muss eine Kommunikation stattfinden. Das heißt, ich meine jetzt nicht nur die Ausgabe von Infos, sondern wirklich einen Dialog. Mitarbeiter haben plötzlich auch Angst, die haben Sorgen, Nöte, die wissen nicht, wo sie sich hinwenden sollen. Also wir haben verstärkt sich auch dieses Thema Kommunikation. Obwohl meine Leute ja wirklich alte Hasen sind, was das Thema Außendienst angeht, habe ich gemerkt, dass einfach ein erhöhter Bedarf an Dialog mit mir besteht. Und das wäre so meine zwei Dinge. Information und Kommunikation war das A und O, mit dem wir, glaube ich, auch als Sage einfach so wirklich gut durch diese Geschichte gekommen sind. Ja. Da gibt es auch, glaube ich, auch noch ein Stay for Coffee zu dem Thema. Bestimmt. Genau. Noch ja? anzugucken. Ne? Ja, sehr gut. Das wäre eine super Überleitung, nämlich zu unserem Ausblick, den ich jetzt gerne noch geben würde. Unsere Reihe geht weiter. Wir kriegen super Feedback von Ihnen. Da auch nochmal die herzliche Einladung, wenn das Webinar gleich beendet ist, kommt so eine kleine Bewertungsmaske. Bewerten Sie uns gerne. Geben Sie uns Themen mit, die wir für Sie aufarbeiten sollen, wie heute super Experten eingeladen haben. Wie Simone hat es vorhin gesagt, wir sind über 1000 Mitarbeiter in Zentraleuropa und wir finden da jemanden, der da wirklich Rede und Antwort stehen kann. Und das macht mir vor allen Dingen eine Menge Spaß, einen super Austausch mit den Kollegen zu haben und ihnen dann auch noch einen Mehrwert bieten zu können. Und da geht es halt weiter und dann am 11.09. ist es dann auch schon unsere 20. Folge, die wir dann zusammen aufzeichnen werden. Dementsprechend, es geht weiter und ich freue mich drauf und alle Daten finden Sie auch nochmal unter dem Anmeldelink oder in der Präsentation, die wir dann hinterher auch nochmal an Sie verschicken werden. Dann, im Zuge der Zeit, wir sind knapp drüber, es ist immer ein bisschen schwierig, das zu timen, aber ich glaube, das Thema ist so wichtig, dass man sich die Zeit dafür wirklich nehmen soll. Und ich danke euch dreien recht herzlich, dass ihr uns die Komplexität hinter diesem Thema vielleicht noch ein bisschen verdeutlicht habt und worauf man da wirklich achten muss. Prima. Ich habe zu danken an die Runde, an alle Vielen Teilnehmer. Dank. Danke, Alex. Danke, liebe Gerne. Kollegen. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Herzlichen Dank, dass Sie auch sich die Zeit genommen haben, an dem Webinar teilzunehmen. Wir verschicken im Nachgang die Präsentation. Falls Sie Fragen haben, kommen Sie gerne im Nachgang auch noch auf uns zu. Wir würden uns sehr freuen, Sie beim nächsten Mal auch wieder begrüßen zu können. Und an euch drei, ich freue mich, euch wieder im Büro irgendwann persönlich treffen zu können. Ja, und an der Kaffeemaschine den einen oder anderen Schnack, wie man so schön sagt, mit euch halten zu können. Auf jeden Fall. Dankeschön. Ja. Dementsprechend bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf Sie. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.